Die Recherche in Fachdatenbanken ist für die meisten Literaturrecherchen der Startpunkt. Es kann allerdings auch sinnvoll sein, in der Suchmaschine Google Scholar zu arbeiten. Drei Szenarien, in denen die einfache Suche in Google Scholar ausreicht, sollen in diesem Video beschrieben werden. Die Datenbank ist der wissenschaftliche Ableger der bekannten Suchmaschine mit ca. 390 Millionen Einträgen. Wir finden hier Zeitschriftenaufsätze und Bücher, genauso wie graue Literatur. Durchsucht werden die Verlagspublikationen, Hochschul-Homepages, genauso wie Fachverbände und Ähnliches. Die Quellen werden allerdings nicht auf ihre Wissenschaftlichkeit hin untersucht. Das ist der gravierendste Unterschied zu Fachdatenbanken, die hohe Standards an die Wissenschaftlichkeit anlegen. Eine Recherche in Google Scholar ist zum Beispiel sinnvoll, wenn wir eine Quelle aus einem wissenschaftlichen Aufsatz suchen und lesen möchten. Der Aufsatz erfüllt wissenschaftliche Standards und deshalb sollten die zitierten Quellen ebenfalls eine gute Qualität haben. Dafür müssen wir nur ca. 3 Informationen aus der Quellenangabe in den Suchschlitz eingeben. Die Boolschen Operatoren funktionieren hier im Wesentlichen wie gewohnt und auch Phrasen können verwendet werden. Trunkierungen sind allerdings nicht möglich. Die Trefferanzeige beinhaltet, wie in anderen Datenbanken auch, den Aufsatztitel sowie die AutorInnennamen, Journal und Veröffentlichungsjahr. Begriffe aus unserer Suchanfrage werden fett hervorgehoben. Detailliertere Informationen oder ein vollständiger Abstract werden über Google Scholar nicht bereitgestellt. Allerdings kommen wir über einen Klick auf den Titel direkt zur entsprechenden Homepage. In der rechten Spalte der Trefferliste werden Links angegeben, wenn es eine verfügbare PDF oder HTML mit dem Text gibt. Das funktioniert zum Beispiel, wenn es sich um Open Access Quellen handelt, wir in der IP-Range der Uni sind und deshalb die UB-Lizenzen zur Verfügung haben, oder wenn die AutorInnen ihre Publikationen in Netzwerken für WissenschaftlerInnen wie academia.edu oder researchgate.net hochgeladen haben. Über den Link gelangen wir so zum Volltext. Das ist auch das zweite Szenario, in dem die Nutzung von Google Scholar sinnvoll ist. Immer wenn ich nicht auf Lizenzen zurückgreifen kann, zum Beispiel weil ich nicht mehr in einer großen Forschungseinrichtung tätig bin, kann ich über Google Scholar eventuell trotzdem an wissenschaftliche Quellen herankommen. Wenn ich in Fachdatenbanken nicht fündig geworden bin, kann Google Scholar ebenfalls nützlich sein. Die Datenbank ermöglicht Suchen im größten Pool an Quellen der Welt. Allerdings muss hier jede einzelne Quelle am Ende auf die Wissenschaftlichkeit geprüft werden und sollte nicht blind verwendet werden.